Abnehmhammer, Berlin, Tag-Nacht-Star Lutz Schweigel erschlankt. Lutz Schweigel alias Ciumele kommt in Topform. Durch die lang anhaltende Corona-Quarantäne sind viele zu wahren Sportmuffeln geworden. Anders ergeht es da Berlin, Tag- und Nacht-Serienliebling Lutz Schweigel. Denn von dem sogenannten Dartbot, auch bekannt als Männer-BLA-Utze, kann bei Papa Gio keine Rede sein. Kein Wunder, hat Lutz Schweigel doch die vergangenen Wochen dazu genutzt, ordentlich Sport zu treiben. Mit sichtlichem Ergebnis, ganze 10 Kilo sind runter, in einer Instagram-Botschaft erzählt der Darsteller, wie er es geschafft hat. Die Erklärung, Ernährungsumstellung und jeden Tag Sport. Papa Gio, der Fitness-Guru. Lutz Schweigel weiß, wie es geht. Der gebürtige Naumburger hat nach seiner Lehre zum Zentralheizungs- und Lüftungsmantel eine Ausbildung zum Fitnesstrainer gemacht und arbeitete eine Zeit lang als Personaltrainer. Danach absolvierte er sogar noch die Prüfung zum EQ-Fitness-Fachwirt. Umso glücklicher, dass Lutz danach den Sport vorerst an den Nagel gehangen hat. Um als Boxtrainer bei Berlin Tag und Nacht des Öfteren die Wogen zu glätten. Immerhin ist Lutz Schweigel seit 2011 nun schon in der Hauptbesetzung der Serie zu sehen. Anders gesagt, ohne ihn wäre BTR nicht das gleiche. Wir sagen, weiter so. Und für diejenigen, die nun ein schlechtes Gewissen bekommen haben, Sport ist wichtig. Für Körper und Geist. Also los.